Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen hier zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar gibt es mal kein Starship bei mir, sondern wir werden mal die Sims 4 spielen. Sims 4 ist so, oder überhaupt so, die Sims-Reihe von Sims 1 bis Sims 2, Sims 3, Sims 4. Das ist so mein absolutes Lieblingsspiel, die Sims. Man kann alles machen, man kann die ertränken, die Sims, man kann die im Pool ertränken lassen, man kann die, keine Ahnung, man kann alles mit dir machen, ne? Also jeder Sims-Teil hat so seine eigene, kann sein eigenes Aussehen. Sims 4 ist jetzt nicht so toll vom Gameplay her wie Sims 2, und Sims 2 hat nicht so eine offene Welt wie Sims 3 und von Sims 5 ganz zu schweigen. Aber wir spielen die Sims 4. Hat vom Baumodus her das Beste von allen Sims-Teilen, wobei Sims 3 war auch mit irgendwie ziehen und so, ist jetzt nichts Neues. Ich komme mal zum Punkt. Ihr seht, habe ich ja hier, wie ihr seht, habe ich ja hier im Hintergrund ein Häuschen da zu stehen. Und das ist mein Sim. Das ist Rolly Mountain. Ja, das trifft sich bestimmt gut. Rolly, also Rollen. Rolly kommt von Rollen und Mountain ist ein Berg, also runter vom Berg rollen. Also ist egal. Der Name ist halt Programm. Das ist Rolly Mountain. Habe ich irgendwann mal erstellt. Auch das Haus habe ich mal erstellt. Ich habe ein paar Dinge löschen müssen, weil die zur Challenge nicht dazu passen. Und zwar machen wir die vom Tellerwäscher zum Millionär Challenge. Und zwar auch bekannt als die Rich to Richer Challenge. Wer nicht weiß, was die Rich to Richer Challenge ist, ist eine Challenge, in der man mit 0 Simoleons anfängt. Also man hat überhaupt kein Geld. Das muss man aber per Sheet wegnehmen, das Geld, ne? Und ich würde sagen, wir gehen hoch, dann nehme ich den armen Rolli das Geld weg und dann müssen wir, dann sage ich euch, was Phase ist. So. Die Sims ist ja auch so ein Spiel, was man wirklich, wo man seine Kreativität freien Lauf lassen kann. Man kann ja, in der Stadt wohnen und dort erfolgreich sein als Politiker oder so. Ja, und das ist Rolli. Nicht, weil er rollig ist oder so. Nein, der heißt halt Rolli, weil er halt ein bisschen pummelig ist. Ich muss halt kurz gucken, wie eine Kamera. Ringend Gewitter, machen wir mal. Ja, wegen mir. Ich muss alles noch neu einstellen. Sims 3 Kamera, okay. Genau. Jetzt sage ich euch eigentlich mal, was Phase ist, was ich hier mache. Und zwar haben wir hier ein Haus. Und dieses Haus ist komplett kaputt. Wie wir sehen, es steht sogar ein, wie wir sehen, steht ja sogar ein, ja, ein Briefkasten mitten im Haus. Natürlich, das ist natürlich nicht so, weil ich habe aktuell kein Briefkasten. Der Briefkasten spawnt halt immer irgendwo. So. Und unser Sim hat das Ziel, aus dieser Bruchbude und aus diesem vergammelten Stückchen Grundstück ein kleines Paradies zu machen. Das heißt, er wird das Haus komplett umbauen, von der Länge her, von der Breite her. Vielleicht wird das auch so lassen. Neuen Fußboden müssen wir reinmachen. Die Wände müssen gestrichen werden. Außen sieht es auch nicht viel besser aus. Ihr braucht ein neues Dach. Vielleicht hier oben, vielleicht noch ein Stockwerk hoch und dann haben wir eine Veranda, wie auch immer. Der Garten müsste gemacht werden. Der Baum ist tot. Die Reifen müssen weg. Hier steht noch eine alte Kommode. Ja, eine Feuerstelle, die habe ich gelassen. Dann ist hier eine Birne, warum auch immer. Keine Ahnung, ich habe die da nicht hingelegt. Dann liegen hier. Oh, der habe ich doch hingelegt.
Ja gut, dann würde ich sagen, kann er da das Essen ansehen. Ja, wie dem auch sei, wir müssen unsere Sim jetzt für das Geld wegnehmen und dann muss er mit Angeln gucken, dass wir an Geld kommen. Und denn wir müssen alle Gegenstände, die wir brauchen, wie Tisch, Stuhl, Regal, Toilette, Badewanne, müssen wir alles herstellen. Also alles, was wir hier drin an Möbel brauchen, müssen wir herstellen oder wenn es nicht zum Herstellen geht, müssen wir das halt kaufen. So. Ich hatte auch kein Geld mehr. Und ich würde mal sagen, ich erkläre euch gleich mal, was so das Haus an das Haus hat vorhin von mir vor der Aufnahme. Er hat ja das Haus Merkmale und ich habe ein paar Merkmale hinzugefügt. Und zwar abseits des Netzes und Präriegras. Das Präriegras ist neu, das ist mit dem Erweiterungspack Pferderanch reingekommen. Das habe ich mir geholt für 24 Euro statt für 39, weil es gerade runtergesetzt war. Wir haben nämlich das wunderbare Glück, hier Präriegras wachsen zu lassen. Oder besser oder gesagt, auch Pech. Wie dem auch sei, man kann aber im Perigras was finden, wenn man Glück hat. So, abseits des Netzes, das heißt, wir haben kein richtiges. Wir haben weder Strom noch Wasser in der Hütte, ne? Das einzigste gute Merkmal, das das Haus bekommen hat, aber nur eins. Sonst ist es gegen die Challenge, wenn man zu viele gute Merkmale hat, als, ne? Ist Abendrot. Die wunderschöne Landschaft macht diesen Ort zu etwas Besonderem. Wenn die Sonne untergeht, können Sims energiegeladen, glücklich oder inspiriert werden. Also das einzigste Merkmal, warum? Weil wir hier in der Wüste sind. Und weil in der Wüste ist ja aber, man sieht es halt auch schon hier, ne? Gut, es ist eine Felsen, aber es sieht halt schon ein bisschen von der Optik her wie Abendrot aus. Deswegen auch das Merkmal Abendrot. So. Und, ja, ich erzähle auch gleich noch was zum Haus. Wie gesagt, wir haben hier weder Wasser noch Strom, wir haben gar nichts. Ne? Wir haben halt nur die Hütte und einen Teich. Und der Teich, ja, da können wir Wasser sammeln, wir können drin spielen, wir können Frösche sammeln. Die können wir dann miteinander, die können wir dann züchten. Aber als erstes muss Rolli mal hier ein bisschen Ordnung machen. Natürlich wir nicht. Warum klicke ich? Ich klicke falsch so. So. Und ganz kurz das ausprobieren. Genau, er tut hier schon von alleine aufräumen. Und er hat auch ein paar Merkmale, die, während er aufräumt, erzähle ich euch die Merkmale. Was jetzt Hygiene und Blasen geht, müssen wir in ein Fitnessstudio gehen und duschen und auf Toilette gehen. Oder bei einer Familie, wenn wir sie besuchen. So, er hat das Merkmal gut. Er ist Perfektionist, das heißt, er braucht ein bisschen länger, um irgendwas herzustellen. Dafür wird es auch von der Qualität viel besser. Ne, er ist geschäftssüchtig, aber nebenbei, er darf keinen Job bis ans Lebensende haben. Er darf wirklich keinen Job annehmen. Er muss mit dem, was er herstellt, Geld verdienen. Selbstsicher, das habe ich extra genommen. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Solltet ihr euch jeden Sim geben. Also wenn ihr jetzt einen Sim habt, gebt ihm das Merkmal selbstsicher. Das ist ganz wichtig, weil dadurch, ihr steht zwar nur dein Sim leicht dazu, selbstsicher zu sein, aber das gab es in Sims 3 schon. Und zwar Sims mit dem Merkmal selbstsicher löschen von selbst Brände. Sie haben auch keine Angst, gegen irgendwelche anderen Sims zu kämpfen, wenn oder. Aber wie gesagt, wegen dem Feuer, die sind selbstsicher, die machen auch schneller was ganz, also. Und sie werden schneller eben ja, steigen die Karriereleiter schneller auf. Wir spielen nicht im Wasser. Achso, das kann er gar nicht. Wartet mal. Wir müssen. Oh, es kostet ja Geld. Das macht ein Scheffel. Das klauen wir ihm gleich wieder.
Ihr wisst ja was, das lassen wir mal drin, ne? Das soll ja wirklich so aussehen, das heißt, wie gesagt, wir lassen halt ein bisschen Unrat lassen wir drinne. Übrigens, den Kühlschrank gibt es nur im Debug-Modus, ne, für Leute, wenn die fragen. Das machen wir weg und dann klauen wir dem lieben Rolli auch gleich mal wieder das Geld. Denn der darf ja, theoretisch darf er gar keins haben, ne? So, und der Rolli kann ja mal anfangen. Ja, das ist natürlich Pflanzen. Natürlich pflanzen wir ja nichts. Rolli, komm zurück. Ihr habt es natürlich gepflanzt, ne? Ist natürlich jetzt so doof, ne? Das sollte natürlich nicht sein. Aber hier vorne, die hat noch nicht mitgekriegt. Das sind die Samen. Dann können wir dann ins Inventar legen. Kann er dann die essen? Das ist ja nicht verboten. Wir müssen ja was irgendwas essen, ne? So, und wie gesagt, Rollis Aufgabe ist natürlich ja nun das Haus, was er hier umsonst erworben hat, sagen wir mal, ne? Das kostet ja nichts. Zu renovieren. Einfach so ein Traumhaus draus zu machen, so wie er sich das vorstellt. Ich habe die Feuerstelle bewusst gelassen, wegen, ja, er muss ja auch was essen. Natürlich können wir jetzt auch in die Waage gehen und kostenlos Chips essen. Das werden wir auch so machen. Marshmallow-Sandwich. Und ihr lernt die Fähigkeit Kochen gleich dazu. Der Nachteil ist natürlich, dass unser Sim jetzt gleich Feuer fangen kann. Und wir haben auch keine Badewanne. Und apropos, ich erzähle euch gleich noch. Ich habe ja gesagt, ich erzähle euch was Phase ist. Ich glaube, ich hätte vergessen. Ich stoße immer auf, ne? Och, ganz schlimm. Ach, ist ja schön. Kleines Klavier. Tanzfläche, was gibt's noch? Ne, Pferd wollen wir jetzt hier nicht haben. Wo ist es denn? Ich stelle mal die Basisspiel. Ah, bessere Übersicht. Hier, wir brauchen 750 Simoleons, um uns die Schreinerwerkbank zu kaufen. Jetzt werdet ihr denken, ja, Schreinerwerkbank, soll der jetzt alles selber herstellen? Ja. Die Schreinerwerkbank ist unser erstes Ziel. Also, ja, vielleicht auch ein Schlafsack, das wäre nicht schlecht, wenn wir einen Schlafsack haben, ne? Bräuchten wir ja jetzt auch irgendwie, weil wir haben ja kein Bett. Und wir gucken mal nach Schlafsack. So. Nur unterstützt Kleinkinder, okay. Das ist 140 brauchen wir. 140 Simoleons brauchen wir, okay. Das heißt, wir müssen gleich mal Rolli vom Feuer wegnehmen. Und ihm. Ja, Rolli, du kannst mal. So, das heißt, er wird jetzt angeln gehen. Angeln. Ach so. Ich habe ganz vergessen, dass wir ein Schild hier machen müssen. Natürlich werden wir jetzt nicht gleich was Großes fangen, weil wir haben ja noch gar keine Angelfähigkeit. Und wenn Rolli heute noch, ja, Rolli, dein Gang ist ja sehr schön, ne? Aber wenn du mal einen Zahn zulegst, dann wären wir wieder fertig. Also, wie gesagt, 140 war, glaube ich, der Schlafsack. Mit jeder Fähigkeit, die wir hier anfangen, ob das jetzt Malen ist, ob das Schreinern ist, also herstellen, können wir in Rollis Leben was verändern. Das heißt, er wird das zu seinem Vorteil nutzen. Zum Beispiel das Angeln können wir tolle Fischgerichte kochen. Beim Arbeiten an der Werkbank können wir das Merkmal geschickt erreichen. Das heißt, wir können bessere Dings. Bessere. Wenn zum Beispiel geschickt ist, kann er besser schneller reparieren. Schatzkarte. Natürlich verkaufen wir die Schatzkarte. Wir brauchen ja Geld, ne? So, 80 Simoleons haben wir schon.
Was ich natürlich immer noch gar nicht gemocht habe, seit das Spiel draußen ist. Also, Sea Sims 4 gibt es seit 2014, ist rausgekommen, ne? Ist diese weiße Umrandung von dem Sim. Ich weiß, dass es einen Cheat gibt, den man eingeben kann, um den das wegzumachen, aber der soll elend lang sein und sehr kompliziert. Also, was abenteuerlustig. Rolli liebt es, sich in die freie Natur aufzuhalten. Die frische Luft und Aufregung haben seine Abenteuer. Wegen, nein, natürlich nicht. Oh, jetzt fühlt er sich da nicht wohler, wie. Was? Neutraler Ruf, weder gut noch böse, okay. Majdabadurfa. Yalma. Oi, wie süßen Fisch. Bestimmt ein Goldfisch. Ja, ein Goldfisch. Die Fische kann man natürlich nehmen, um Dünger herzustellen. Das heißt, wenn wir eine Pflanze haben, können wir die damit düngen. Das aber erst ab Level 3 oder so. Der Gartenfähigkeit. Wir beschleunigen das Ganze mal, weil das dauert doch schon ein bisschen. Hat er jetzt gefangen? Ich hatte eine Forelle gefangen. Das ist schön. Manchmal fängt man auch Gegenstände, ne? Wir müssen mal pullern, sehe ich gerade. Oh, je. 325. Abbrechen. Meine Frage, soll er das jetzt als Spielzeug nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben, oder soll ich das verkaufen? Das ist die Frage und da würde ich mich gerne an euch wenden, wenn ihr sagt, ja, verkaufe das, dann verkaufen wir es beim Chibi. nächsten Mal. Ich würde es aber erstmal, weil ihr seht ja, 325. Dann hätten wir über fast 400 oder 500 Simoleons. Das ginge ja mir erst ein bisschen zu schnell. Ja. Wir müssen Pipi. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir sind sehr müde. Okay, die Teile können wir ja wegschmeißen. So, ich würde sagen, wir kaufen ihn erstmal ein, genau, ja, hätten wir ihn auch ein Busch hinstellen können zum Pinken 55. Vielleicht machen wir das auch. Ach so. Einen Busch zum Pipi machen. Dann braucht man nicht mal überall hinlaufen. Ich meine, normalerweise ist bei so einer Challenge ja so, du schläfst die ersten paar Tage, wo du noch gar kein Haus hast. Es gibt die Retro-Village-Challenge auch, dass du den Sim normalerweise auf ein leeres Grundstück ziehen lässt und der hat ja außer der Wiese, wo oben steht, gar nichts, ne? Weder Geld noch ein Haus. Und die ersten Tage muss der Sim auf einer Bank schlafen und sich auf Gemeinschaftsgrundstücken was zu essen holen oder gattern oder ne oder im Fitnesscenter duschen oder irgendwie so. Ja, Rolli, mache mal ein Pl ja, das Handy wieder in der Hand. Mach mal. Zacki, zacki. Die ganze Welt guckt zu, wenn der pinkeln geht. So, jetzt können wir schlafen gehen. Wir haben ja schon mal einen Schlafsack gekauft, das ist schon mal gut. Wir können auch keine Festivals besuchen, um Geld zu bekommen. Wir wollen auch keine Nachbarn. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, kann's gehen. Ja, der ist ein bisschen lästig, der Nachbar. Aua, mein Rücken.
weil in einem Schlafsack geschlafen hat. Oh, Wer das ist hätte so gedacht, dass doof. es so schmerzhaft ist, auf dem Boden zu schlafen? Autsch, 2 Stunden lang. So, jetzt müssen wir gucken. Nein, Rolli, du zündest nicht an. Und zwar würde ich gerne mal mit ihm, weil er aber hungert. Und da kann man ja näher bleiben. Ich überlege gerade. Der wird ja mal duschen wollen. Und zwar würde ich ja gleich mal ins Fitnesscenter gehen wollen. Ich möchte keine kostenlosen Kopfhörer. Ohrhörer. Eigentlich heißt das ja Ohrhörer, nicht Kopfhörer. Ja. Ja, das Problem ist natürlich, ne? Ja, jetzt wird er sich natürlich was zu essen machen. Ich hätte eher gedacht, eine. F nee, nee. Wir grillen gar nichts. Ich würde sagen, wir fragen mal hier was, ob. Was ist denn das billigste an Essen? 9 Symbol ist Popcorn-Krabben. Komm, wenn wir nichts haben, aber das können wir uns leisten. Ob wir es grillen oder uns was kaufen, ist völlig egal. Oh, Rolli. Lass es ja schmecken. Fröhlichkeit sieht anders aus, ne? Also, ja, ich hatte Angst, dass er abwaschen muss. Da, guck mal, Teller. Na, Rolli, alles gut? Ich habe mir andere Augen gekriegt. Die Originalaugen waren mir jetzt ein bisschen eingefallen. Nein, du redest nicht mit der Frau. Lass die in Ruhe. Pfui, Rolli, aus! Rolli will Kontakte machen, weil er ja das Merkmal gut hat, aber er muss halt was Speisen essen, weil Bedürfnisse niedrig sind. Also, der hat doch was gegessen. Ah, hör auf. Rolli, mache hin, leg einen Zahn zu, angle, komm. Wir müssen heute noch was verdienen. Was ist denn das hier? Was? Karotten? Karottenpflanzen wachsen am Strand, das ist auch lustig. Wenn wir hier. Die können wir nicht ins Wasser gehen, ne? Wasser untersuchen. Rolli ist nämlich heiß hier. Dem ist heiß. Wir brauchen 750, oder 740 Simoleons. Ich sag was, wir schicken ihn einfach mal nach Hause. Nein, es hat ja schon wieder Hunger. Oh, das ist doch nicht wahr, oder? Da wollte ich sagen, ja, mal prima Paste, irgendwelche Nudeln da. Irgendwelche Pasta gibt's schon. Weil die Popcorn-Krabben haben mich wirklich satt gemacht. Zumindest nicht Rolli. In Raketenschiff bauen. Aber sonst hast du keine Wünsche, oder? Raketenschiff bauen. Junge, du hast gerade mal 7 Simoleons. Du kannst dir kein Raketenschiff bauen. Ich finde die Augen so schön, ne? Ja gut, es sind gemoddete Augen, aber sind trotzdem schöner als die von der E. Ja, dann hier, wollen nicht zu anderen Sim sein. Niedrige Haushalt, was? Entschuldigung, das wollte ich nicht. Eure Ohren noch dran? Gut. Einen anderen zum Glücklich machen. Getränk bestellen. Wir haben 7 Simoleons.
Soda, Fruchtpunsch. Wir nehmen Fruchtpunsch, ist Sommer. Webster. Frühling. Weblenabah? Hobie Ray's Sorzin. Sarfalozane. Banashorg. Ich hau unser ganzes Trame Geld auf den Kopf, Kamej. wa? Balawate. Dass die mal so lange brauchen, er die sich überhaupt was nehmen oder was hinstellen. Also waren Sims 3 mal schon das Problem, wenn die Sims irgendwas in der Hand hatten. Yerkka Als die das dann genommen haben vom Sharag. Tisch. Oh, schlimm. Rainin Erst muss er mal pullern und duschen müssen Dammer. wir auch mal, oder wie? Wir gehen um. Also ich gehe erstmal mal pullern. Hier gehen wir schniepeln. Und dann kannst du auch mal duschen gehen. Also wir müssen auf jeden Fall soziale Kontakte pflegen, sonst geht der uns hier ein wie eine Primel. Ja, natürlich duscht er jetzt, wenn wir auf dem Klo sind und die Wurst ablassen oder wie. Wie peinlich. Entschuldigung, wenn ich mal so schnell mache, ist eine alte Angewohnheit von mir. Was denn jetzt? Das war's? Ja, das warst du, Rolli. Muss ich jetzt nicht dampfen in der Dusche? Nimm eine dampfende Dusche. Oh, kleine Blume, kleine Sickerfuß, kleine Blume. Jubeldu, kleine Blume. Dem geht's gut, noch. In der Wüste. Er ist ja koketten. Oh, jetzt geht's auf Brautschau mit Handtuch um die Hüften. Ah, ich dachte schon, ne? Keine Angst, Rolli, du musst keinen Sport machen. Ich mache auch keinen. Du kannst dich ja mit dem ersten, der jetzt. Daryl, kannst du dich unterhalten? Ja, freut dich vorstellen. Was war das gerade? Haben die dich gerade begrüßt oder was war das gerade? Über Hobbys reden, nach Hobbys fragen. Nerdcolic. Chunky, Sir. Vendessa. Ah, and Bobby. Burn a shoe. Shubi Rao. Benoi. Wir können ja uns Rocket vorstellen. Der ist ja gerade hier ein bisschen. Der Rolli ist rollig. Wer ist denn das? Der sieht aus wie so ein Dude, der Daniel heißt. Das soll keine Beleidigung für Leute hat sein, die Daniel heißen. Alle Leute, die Daniel heißen, es geht nicht um euch, es geht um den Sims. So berühmt seid ihr nicht. So, können wir weitermachen? Der sieht wirklich aus wie jemand, der Daniel heißt, oder? Der hat hier ein Dauergrinsen im Gesicht hier so. Wie heißt denn der? Noki Ito. Also doch kein Daniel. Gut. Schmeiß dich mal an hier. Sag mal hier nach fragen, ob das überhaupt Single ist. Ihr könnt ja einfach so ranschmeißen, nachher ist sie verheiratet oder so. Also könnt ihr was schon, aber. Du sollst sie mit dem Handy spielen, sollst dich an die Rand schmeißen. Was ist denn das für eine Flotterei? Ach komm. Komm, wir gehen nach Hause. Die ist mit ihrem Handy zusammen. Ja. Ich guck mal, ob wir irgendwie schon mal ein bisschen was sammeln können an Steinen oder so. Irgendwie. Oh ja, hier ist ein Stein. Ich will mal ein bisschen Kohle machen. Wir brauchen unbedingt welche. Und dann kann er mal hier hingehen. Zitrone. Zitronenbaum, was ist das hier? Karotten, hier wachsen sehr viele Karotten. Nochmal hier hin. Dann können wir Frösche suchen. Dann können wir dahin. Nochmal noch einen Zitronenbaum. Karotte. Nein, ein Gänseblümchen. Chrysanthemen. Gänseblümchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich was pflanzen soll. Theoretisch möchte ich es ja nicht, weil das dauert ja auch wieder eine Weile. Dann sind wir einfach zu schnell. Dann wieder hier hin.
Meine sind auch wieder so schnell am Geld. Und dann hierhin. Was ist denn das da? Chrysantheme. Wühlen können wir noch nicht, weil es drin ist. Ich beschleunige das Ganze mal für euch, damit wir nicht 3 Tage sitzen. Rolli machen Zacken hinne. Dann gucken wir mal, was der alles gefunden hat. Bei uns in der Nachbarschaft, also hier, wo der Rolli wohnt, ne? Ist hier auch sehr viel, ja, sehr viel Gestein zum Sammeln. Und ja, mal gucken. Wir haben unseren Birnbaum, den wir verkaufen könnten. So, Rolli, jetzt kannst du aber nach Hause. Okay, der hat Turmalin gefunden, 2 Frösche, Zitronium, eine Schatzkarte und irgendein Roboter, Altmetall, ist irgendwie. So. Die beiden Kisten, ah, die können wir gar nicht aufmachen, oder? Okay, öffnen. Öffnen. Der 30 und der 30. Das ist ein gestreifter Erdfrosch und ein, ach so. Im Wasser spielen. Nee, nee. Einschmeißer weg. Brauchen wir nicht so viel, so den schmeißen wir auch weg. Also verkaufen wir. Nee, Rolli, na was machst denn du? Was will denn der mal? Lass einen Frosch suchen. So, dann haben wir da dieses komische Metall hier. Das können wir auch verkaufen. Schatzkarte. 140. Komm, was soll's. So, die My Sims Figuren können wir ja hinstellen, weil dann haben wir wenigstens ein bisschen Deko. Na, also. Umgebung 2. Verspieltes Deko. Ich würde sagen, den Exitonit. Es wird auch nicht besser, wenn ich es dreimal vorlese. Jedenfalls dieses Gestein hier werden wir aufheben. Und Umgebung. Das heißt, das kann man gleich mal hier irgendwo hinlegen. So. Nee, das Kopf ist sowieso gut für die Gehirnfasern, damit die besser denken können. Was ist denn du hier? Du sollst Frösche sammeln. Was machst denn du? Du Honk, du. Ja, dann fängst du halt nochmal, wenn du nicht gefallen hast. Und nochmal nicht aufgeben, Rolli. Rolli, 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 jetzt alle Rolli, Rolli. Er schafft das schon mit dem Frosch. Du kriegst erst was du erstmal den Frosch gefangen hast. Streng dich an. Dann suchst du halt hier vorne den Frosch. Komm, so ein toller Teich. Sogar mit Blättern drinne. Ich mache das erst aus, wenn der Frosch gefangen hat. Ne? Ja, Leute, tut mir leid, ich muss ausmachen. 10, ja, dann züchten wir. Nummer 2, gestreifter Erdfrosch und das gestreifte Erdfrosch.
kann die nicht hinlegen? Welt platzieren. Ach, den nicht. So, dann würde ich vorschlagen, während Rolli hier seine Marshmallows röstet und sich des Lebens freut, möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Wie gesagt, das war erst der Anfang. Natürlich ist heute noch nicht so viel passiert, außer dass wir ein Bett bekommen haben und ein Pinkelbusch ist jetzt noch nicht so viel passiert, ne? Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in einem Tag alles machen. Das wäre ja dann langweilig. Dann wären bei 3 Displays schon durch. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Soll Rolli ein Kind adoptieren? Oder ein Säugling oder ein Baby? Und dann soll er erstmal eine Frau suchen. Soll er jetzt eine Frau suchen, sobald er Bett und Küche hat? Oder soll er ein Kind großziehen? Und dann versuchen mit Kind dieses Chaos zu beseitigen. Was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung und Ideen vielleicht auch rein. Und ich mache jetzt aus. Bereite mich für das nächste Display vor und wünsche